Bei den Maasai-Kriegern, da Tansania, Kenia, das sind die, die so zwei Wochen durchlaufen können, ohne nachzutanken. Bei den Maasai giltst du erst als echter Mann, wenn du einen Löwen getötet hast. So. Jetzt kannst du ja nicht mit deinem Patenkind nach Duisburg in den Zoo fahren. Und Kevin, knall ne ab. Okay. Ich kann die Tür nicht mehr lange zuhalten. Aber die Maasai, der Maasai sieht die Welt mit anderen Augen. Ne? Der Maasai hat ja auch ein anderes erotisches Empfinden. Ne? Wo der westdeutsche Mann sagt, kurzer Rock, Knallpumps, super. Ne? Sagt der Maasai, keine Erregung. Der will, dass die Frau so einen Teller in der Unterlippe hat. Ne? Teller, die laufen so mit so, weißt du, je weiter die Unterlippe rauskommt, das ist jetzt, ich hab's gleich so weit, das hat komplette Mikro da reinpasst. Ne? So, jetzt stell mal vor, als Mann, morgen du kommst nach Hause und deine Perle hat eine Untertasse in der Unterlippe. Da ist nichts mit Blasen. Nein, das nennt sich Tischtennis. Und so seht ihr, es gibt diese unterschiedlichen Kulturen. Oder nimm den Mongolen. Der Mongole, der hat ja das Buffet für 7,98 erfunden. Das ist ein Nomadenvolk. Das heißt, er zahlt keine Miete, der zieht schön weiter. Oder lass uns mal, weil das eben so schön ankam, lass uns mal über Saudi-Arabien sprechen. Die letzte Ausfahrt vor der Hölle. Die sind bescheuert, das sage ich euch. Immer. Denn als Frau in Saudi-Arabien hast du keine Rechte. Du darfst nicht wählen, du darfst nicht ins Kino, du darfst nicht singen. Seit 2 Monaten dürfen die erst Auto fahren. Das musst du dir mal vorstellen. Die Saudi-Arabischen, ne? Stimmt. Ja, sicher. Ne? Wahrscheinlich aber auch nur ein Smart, weil die Burka damit drüber passt. Und nein, der kommt ja nicht. Guck mal, in Saudi-Arabien, als Frau, du hast doch keine Rechte. Wenn dein Mann fremd geht, dann wirst du gesteinigt. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause, dein Mann geht fremd. Du erwischst ihn auf frischer Tat. Dann weißt du, du hast morgen Termin in der Stadt. 9 Uhr, Marktplatz, Riad. Kein Ohrhase. Ja, als Frau in Saudi-Arabien darfst du nichts, nur rauchen. Bei uns ist umgekehrt. Bei uns darfst du als Frau alles, nur nicht rauchen. Weil in Deutschland darf ja keiner mehr rauchen. Du darfst ja nirgends mehr rauchen. Ich bin selber nicht drauf. Für mich ist das ganz schön. Überleg mal, früher in den Kneipen samstagsabends, was haben wir gestunken? Bah! Und geraucht wurde ja auch noch. Ich wundere mich heutzutage immer. Weißt du, früher die coolste Sau auf dem Schulhof, Marlboro-Kippe, Cowboy-Stiefel, alles am Start. Derselbe Typ kommt dir heute mit so einer E-Zigarette entgegen, als würde er an so einem Kfz-Teil saugen. Es gab doch diesen Rentner in Düsseldorf, der wurde vom ganzen Haus verklagt, weil er in seiner Wohnung zu viel geraucht hat. Wie viel muss ein Mensch rauchen, dass er von dem Rest der Mieter verklagt wird? In der Wohnung hat er geraucht. Und der Typ hieß auch noch Friedhelm Adolf. Wie konnte der überhaupt so alt werden in Deutschland, oder? In Dresden wird er umsonst eine Wohnung kriegen. Aber das steht, da kommt er nicht. Hey. Lass ihn mal. Der Rentner, der zu viel raucht. Ja, und überhaupt Rentner sein heutzutage, das ist auch nicht mehr leicht. Rentner, früher war das so einfach. Ne? Mit 65 oder 63 gingst du in den Stall, hast dich in deinen Sessel gesetzt, konntest in Ruhe deine Enkel mit Werthers Echte bewerfen. Heutzutage, die Rentner, die sind alle fit, das gibt's gar nicht. Und unterwegs, Opa mit 80 seinen Führerschein abgegeben, da kaufen die Enkel ihm ein E-Bike, was 100 rennt. Helm braucht er nicht. Das ist klar. Wenn du heute so eine Horde Opa siehst mit dem Fahrrad, das ist keine Fahrradtour mehr, das ist Qualifying. Wirklich. Und dann im Fitnesscenter, 80-Jährige drücken 150 Kilo in der Kniebeuge mit ihrer künstlichen Hüfte. Unter der Dusche sehen die aus wie Terminator nach dem Säurebad. Alle müssen heute topfit sein. Ne? Auch die Omas weltweit unterwegs, da werden Touren gemacht. Die Enkel stehen zu Hause und sagen, wo ist Oma? Ja, die macht den Mount Everest ohne Sauerstoff. Mit halber Lunge. Aber atmungsaktiver Jacke.
auch total bescheuert. Ja, aber das verändert sich gerade alles. Was ja auch total angesagt ist, ist ganz alter Sack, total alter Sack und ganz junge Frau. Hier Mick Jagger von den Stones, ja, war auch jetzt noch mal wieder auf Tour. Verstehe ich gar nicht, der lacht doch schon so gut. Ja. Aber er ist, glaube ich, 73, seine Perle 29. Aber sie ist rüstig, keine Sorge. Der ist, ja. Oder Bernie Ecclestone, das ist vielleicht noch besser, das Beispiel. Bernie Ecclestone, dem die Formel 1 gehört hat. 87, handbreit größer als ein Schwein. Mehrfacher Milliardär, darf man auch nicht vergessen. Seine Schwiegermutter ist schon 20 Jahre jünger als er. Das ist geil, ne? Über seine Schwiegermutter. Seine Perle ist 37 und sagt in jedem Interview, es ist nicht das Geld. Ja, nee. Letztens hat sie im Interview gesagt, er riecht immer so gut. Nach Erde oder was? Man weiß es doch. Man weiß es doch nicht. Man. Unsere Kultur gibt das aber alles her. Und das ist ja das Schöne. Ne? Guck mal, und man muss einfach dafür Verständnis haben, wenn jemand anders in unsere Kultur von außen reinkommt, der wundert sich vielleicht schon mal. Wenn so ein Afrikaner, der noch nie was von St. Martins Umzug gehört hat, der denkt sich auch, was haben die denn? Halber Mantel, Pferd, was ist hier los? Ich will weg. Guck mal, meine Nachbarin Ute, die Waldorflehrerin. Der kleine Philipp ist ja jetzt auch schon 6 geworden. Hör mal, vor einiger Zeit, sie musste auf den Mädelsabend. Also kannst du auf den Kleinen aufpassen? Ich sage, kein Problem, wir machen schön Männer-DVD-Abend. Der Kleine kam rüber, Schlafanzug schon an, bei mir auf Sofa, Decke drüber, schön den DVD-Abend mit Atze. Ich alles bereitgestellt, Apfelschorle, Haribo, Goldbeeren, dann den Film eingelegt. Der blutige Pfad Gottes. Ey, das hat einen Ärger gegeben. Am nächsten Tag im Flur, Ute, sag mal, Atze, spinnst du? Der Junge ist 6 Jahre alt. Goldbeeren. Da ist Gelatine drin. Ich sag, Ute, ich wusste es doch nicht. Wie kann ich es wieder gut machen? Soll ich vielleicht mal mit dir schlafen? Nee, sagt sie, lass mal. Das wird mir noch als Sterbehilfe ausgelegt. Ich stehe nicht auf Seniorensex. Ich weiß, was du machst. Du gehst morgen schön mit den Jungen in Essen zum St. Martins-Umzug. Ah. Ja, richtig Bock drauf. Super. Ich am nächsten Morgen erstmal eine neue Laterne besorgt. Was Vernünftiges. Bei Autoteile Unger. Doppeleloxiertes Chromrohr. 900 Watt Halogenbirne. Das Ding konntest du vom All aus sehen. Ich nahm das Philipp abgeholt. Wir mit der neuen Laterne zum Waldorf-Kindergarten. Jetzt stand dieser ganze Waldorf-Salat schon vor dem Gebäude. Ne? Alle so mit selbst gehäkelten Kerzen, mundgebissenen Echtwachskerzen. Ne? Und wir mit der Terminator 3000. Die Leiterin von dem Gulag sieht uns, nimmt ihr Megafon und sagt, so, der Herr Schröder ist jetzt auch endlich da und Philipp ist auch dabei. Wir ziehen jetzt los in Zweierreihen Richtung Grugerpark. Da treffen wir auf den heiligen St. Martin. Wir ziehen los, jeder die Laterne vor sich. Ah, herrlich. Hinter mir lief so ein Tofuschnitzel mit Inka-Mütze und mault die ganze Zeit ihre Blagen an. Ne? Jamie, pass mit die Kerze auf. Jamie, pass mit die Kerze auf. Colin, die Laterne. Colin, die Laterne. Jamie, Colin. Scheiße aussehen ist das eine. Aber diese Stimme, wie so eine gerissene Bärchziege. Ach du Scheiße, Colin, Jamie, ach du Scheiße. Vor mir lief so ein Nachwuchs-Osama mit seiner Laterne und die ganze Zeit nur Laterne. Die ganze Zeit Laterne. Ich zu der Mutter von dem Trottel. Ich sag, wart ihr damit schon beim Arzt? Das ist der Paul, der hat eine ganz eigene Kreativitätswahrnehmung.
Du, der Paul, der hat einen IQ von 140, der konnte mit einem Jahr schon sprechen. Ja, ich sag aber nur das Wort Laterne, ehrlich? So, 10 Minuten später waren wir am Krugerpark und trafen auf den heiligen St. Martin. Ach du Scheiße, weißt du, ich hatte mir das so schön ausgemalt. Ich habe gedacht, der heilige St. Martin kommt da auf so einem Trakehnerhengst oder auf so einem Araber gestriegelt, ne, glänzend im Mondlicht, kommt der, so wie Will Smith, yeah, motherfucking Will Smith, mit überall Bling, Bling, echter Pelzmantel, wah, bah, bam, boah, kommt er daher. So hatte ich mir das vorgestellt. Stattdessen kam da quasi Schäfer Heinrich auf dem Therapiepony von der Caritas um die Ecke. Ganz ehrlich, dagegen sah sogar der Bettler noch gut aus. Ich hatte schon keinen Bock mehr. Philipp, ja, 200 Euro kloppt dem Bettler das im Hut. So, zack, die 200 Euro im Hut und fängt leider an zu singen, der kleine Philipp, wie er das bei mir gelernt hat. St. Martin, reit euch Pommes und Salat. Das Pferd steht am Cola-Automat. Die ganze Meute guckt mich an. Ich wusste auch nicht mehr, was ich sagen sollte. Gott sei Dank fing die Laterne von Paul an zu brennen. Der reißt die rum, dadurch fing der Schweif von dem Therapiepony Feuer. Ja, das ging mit St. Martin durch. Der Bettler ist mit meinen 200 Euro abgehauen. Und da war endgültig Feierabend. Ich sag, komm, wir gehen nach Hause. Rabimmel, rabammel, rabum. Der Hahn, der kräht, die Katze miaut. Ich bedanke mich.